Vielen Dank, Tina Hassel, nach Berlin. Von Berlin sind es dann 764 Kilometer zur ukrainischen Grenze. Und da blicken wir jetzt zuerst hin, hier im Weltspiegel. Gestern und heute zerstörte das russische Militär weiter die Energie- und Wasserversorgung in der Ukraine. Allein an diesen beiden Tagen dürfte es deutlich mehr als 60 Einschläge gegeben haben. Der russische Angriffskrieg, der tötet Lebenspläne oder er bringt sie völlig durcheinander. Und auf einmal heiraten Menschen ganz schnell und auf einmal gehen Ehen in die Brüche. Man sucht also Halt und man sucht Normalität. Und selbst wenn es nur ein Moment ist, damit die Wirklichkeit des Krieges einen nicht auffrisst. Sabine Krebs hat in Kiew beobachtet, wie junge Leute das machen. Der 20. Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas ist zu Ende. Großes Ereignis. Und Staats- und Parteichef Xi Jinping baut seine Macht weiter aus. Er wurde für eine dritte Amtszeit bestätigt. Xi bereitet sein Land vor auf, wie er sagte, globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind. Und natürlich hat China, wie alle anderen Länder auch, selbst gezimmerte Probleme. Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel. Das war auf dem Parteitag aber kein Thema. Dabei steigt sie unter jungen Menschen auf 19%. Eine Nahaufnahme von Tamara Anthony. Folgen heißen Folgen, weil sie ja erst später folgen. Nicht bevor was passiert, ist klar. Also, eine Folge der Pandemie, die man nun erlebt, ist ja, dass jene Menschen, die vor Corona in der Gastronomie, Logistik oder am Flughafen arbeiteten, erst ihre Arbeit wegen der Pandemie verloren haben und jetzt nicht einfach wieder Hokuspokus da sind. Das ist, erklärt Philipp Wundersee, kein deutsches Phänomen. Das ist auch in anderen Ländern so. Ich finde es interessant zu beobachten, welche Ideen oder Lösungen nun zum Beispiel in den USA entstehen, weil da auch viele fleißige Hände und Hirne fehlen, zum Beispiel im Bereich Trucks, Verkehr und Transport. Corona plus alternde Gesellschaften steigern genau diesen Bedarf. Und es gibt kundige und ältere Menschen, wie zum Beispiel Robert Blethyn, der ist nur schon in Rente. Nee, ist es falsch. Der war in Rente, der kommt jetzt gerade wieder zurück. In unserem Podcast diese Woche fragen wir auch Personalmangel weltweit. Was kann man da tun? Und wir freuen uns, wenn Sie zuhören. Das war ja eine turbulente Woche in Großbritannien. Regierungschefin Liz Truss, die trat nach nur 6 Wochen Amtszeit zurück. Und jetzt, da schaut ihr Vorgänger Boris Johnson auch schon wieder um die Ecke. Er würde das Amt wohl übernehmen. Der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak, der hat sich schon beworben. Gestürzt ist Truss auch über ihre Pläne, Steuern stark zu senken, damit die Wirtschaft wächst. Das hieße dann auch mehr Ungleichheit. Auf der britischen Insel Sark, da kann man sehen, was das dann bedeuten könnte, sozusagen en miniature. Die Insel liegt nahe der französischen Küste im Ärmelkanal. Das ist jetzt hier kein Bildschirmschoner oder sowas. Sark Island, das sieht genau so aus, sagt Annette Dittert. Die Dürre des Sommers ist vorbei und kennen Sie das? Man ist regelrecht dankbar für Regen. Klimawandel wandelt auch den eigenen Blick. Wir haben dazu eine Serie hier im Weltspiegel mit dem ARD-Meteorologen Carsten Schwanke. Und er meint, den Blick sollte man unbedingt weiten. Und zwar über die Grenzen hinaus, auf den ganzen Globus. Wir blicken also heute auf die Dürre mit Carsten Schwanke im ausgetrockneten Zicksee in Österreich und mit Marie-Christine Böse in der Industriestadt Monterrey in Mexiko. Was Österreich erlebte, kennt Mexiko schon. Da ist was zu machen. Es ist ja nicht so, dass das Verhältnis von Israel und Palästina sich schlicht durch die Zeit, die weiter voranschreitet, verbesserte. Ist leider nicht so. Israel will Sicherheit und keine Anschläge. Palästina will Freiheit und keine Besatzung. Ein Staat, zwei Staaten. Stillstand an dieser Stelle und stattdessen gibt es weiter Anschläge und Angriffe. Und in dieser Situation will ein Radiobus etwas Freude und Freiheit in das Leben von Jugendlichen im palästinensischen Westjordanland bringen. Christian Limpert, der ist auch eingestiegen. Gleich startet hier die Sportschau mit Alexander Bommes und der DFB-Pokalauslosung. Wir wünschen Ihnen hier im Ersten einen schönen Abend. Tschüss.